So, I am revealed to you at last. Zu einer weiteren Folge Let's Play Soul Reaver 2. Zurück im... Ach, lass mich bitte meinen Lichtreaver füllen. Zurück im... Ach, das ist großartig. Zerstörten Nosgoth. Hier gibt es so einige Feinde, die man ignorieren kann. Wie man eigentlich alles ignorieren kann, außer grüne Wände. Abgesehen von grünen Wänden. Wenn man vom Teufel spricht. Und apropos Teufel, wir wissen ja immer noch nicht, wer dahinter steckt. Hier ist keine grüne Wand. Wer dahinter steckt? Wer ist der große, mysteriöse, geheimnisvolle Auftraggeber, Puppenspieler hinter all diesem? Hier kann man übrigens hoch, aber es bringt überhaupt nichts. Außer, dass man ihn töten kann. Okay. Lasst mir ein bisschen Zeit, um mich in der dreidimensionalen Welt zurechtzufinden. Eigentlich ja zwei Dimensionen. Ach komm. Ja, es gibt zwei Dimensionen, die materielle und die spektrale. Beide sehr tolle Dimensionen, die eigentlich Ebenen sind. Auf die spektrale Ebene wollen wir jetzt aber nicht geschickt werden. Wir sind unterwegs zu... Moment, darf ich das verraten? Zu einem Ort, den ich nicht sehr mag. Okay. Das dürfte hinhauen. Wo ich gerade spreche von Dingen, die ich nicht sehr mag. Es gibt aber auch Dinge, die mag ich. Und hier ist eine weitere spektakuläre Cutscene. Dieses Bauwerk war eindeutig nicht von Menschenhand geschaffen. Wie die Figur unterhalb des Vorsprungs stumm bestätigte, waren dies die Horste der geflügelten Geschöpfe. Ich stand unzweifelhaft vor dem Unterschlupf des legendären Janus Orduin. Doch der gesamte Zufluchtsort lag in Trümmern, zerstört unter der geballten Macht einer uralten Naturkatastrophe. Wie vermutet, war ich durch die Täuschung des Zeitstromlenkers Jahrhunderte zu spät gekommen, um hier noch etwas von Belang zu entdecken. Da hinter mir nichts weiter als die Einöde lag, die ich durchquert hatte, entschloss ich mich, diese Schluchten näher zu erkunden. Oh nein. Immer wenn du auftauchst, geschehen gewaltige und entsetzliche Dinge. Das hält mein Magen einfach nicht aus. Kein Drama diesmal, Raziel. Du bist hartnäckig, eilst durch die Zeit, um mir zu folgen. Wartest du noch darauf, dass deine Münze auf die Kante fällt? Meine Zeit wird kommen. Wie ich sehe, hat Möbius dir einen Streich gespielt. Ja, er will wohl nicht, dass ich diesen Janus Orden begebe. Möglich. Vielleicht hofft er aber auch, dich angesichts dieser Einöde, die ich ganz allein zu verantworten habe, gegen mich einzunehmen. Das dürfte wohl kaum nötig sein, Kain. Hätte ich auch nur die leiseste Vermutung, dein Tod könne etwas ändern, würde ich dich umbringen. Ich wusste, dass du es verstehst, Raziel. Janus ist in der Tat der Schlüssel zu deinem Schicksal. Doch du musst deinen eigenen Weg zurück in Nosgoths Vergangenheit finden. Begehe keinen Fehler, Raziel. Ihr beide sind jetzt in großer Gefahr. Wir sind Reizfiguren. Böswillige Kräfte wurden ausgesandt, um uns zu eliminieren. Du sprichst, als wären wir verbündet. Ungeachtet deiner Empfindungen, Raziel, in ihren Augen sind wir es. Nun, sie versuchen sicherlich, dich zu eliminieren, Kain. Daran besteht kein Zweifel. Ich werde laufend mit Forderungen nach deinem Tod überhäuft. Was immer du auch ausheckst, sie haben große Angst vor dir. Was mich betrifft, so glaube ich, dass die Billigung meiner einmaligen Auferstehung ein schwerer Fehler war. Ich glaube, sie wissen nicht, wie sie mich vernichten können. Du solltest sie nicht unterschätzen, Raziel. Und wer ist denn überhaupt dieses teuflische Sie, von dem wir reden?
Wenn es sich um eine groß angelegte Verschwörung handelt, dann scheint die rechte Hand nicht zu wissen, was die linke tut. Selbst Möbius scheint sich bei jedem Zug ertappen zu lassen. Er ist eine Marionette. Hast du das immer noch nicht kapiert? Das ist doch die süßeste Ironie. Nostors großer Manipulator ist ihr Spielzeug. Aber die, die die Fäden ziehen, haben sich noch nicht zu erkennen gegeben. Sie mögen es wohl nicht, wenn wir ihre sorgsam ausgeklügelte Geschichte ungeschehen machen. Du musst verstehen, Raziel. Wir haben sie nicht ungeschehen gemacht, sondern neu geschrieben. Die Zukunft fließt um unsere belanglosen Handlungen, sucht den Weg des geringsten Widerstands und duldet nur geringfügigste Abweichungen. Dieses Gefühl des Neubeginns hast du nach der Weigerung, mich zu töten, gespürt. Und denke daran, auch in dieser Hinsicht sind wir Reizfiguren. Die Geschichte verbietet die Einführung eines Paradoxes. Und wenn sich Ereignisse dem wechselgemäß nicht umbilden lassen? Es ist die Reizfigur, die vertrieben wird. Denk immer daran, dass dies das Ergebnis sein könnte, das unsere Feinde provozieren möchten. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Vorsicht ist geboten. Ich glaube, ich schreibe nachher in die Beschreibung noch die Definition von Reizfigur. Okay, lasst mir wieder ein bisschen Zeit. Ich gehe das jetzt ganz ruhig und gelassen an. Ah, springen wir in den See. Okay, das wird nicht ganz hinhauen. Raziel fühlt sich gerade wie die Titanic. Oder fühlt T sich gerade wie die Titanic. Und das. Lege deine Waffen nieder, wir können Freunde sein. Aha! Haha. Okay, er stirbt, weil er ins Wasser fällt, obwohl er ein Mensch ist. Nun, ich gehe davon aus, dass man es nicht als selbstverständlich erachten kann, tatsächlich, dass in Nosgoth jeder schwimmen kann. War ja bis vor wenigen Jahren, Hunderten, in echt auch noch nicht so. Ist ja immer noch nicht so. Und da hat es wohl gerade den falschen, oder sollte ich sagen, den richtigen getroffen. Ich bin der Richtige für euch, trotzdem habt ihr mich gerade nicht getroffen, was mich sehr erfreut. Hey, es gibt keine grünen Wände mehr. Sie haben das Konzept überdacht. Grüne Wände sind Spaßhemd. Machen wir rote draus. Und gleich zwei dieser Höllenkreaturen. Okay. Ach. Fernkämpfer sind wirklich... Na, das Schlimmste. Bitte, bitte. Nein, jetzt geht der Revan. Okay. Was soll ich jetzt machen? Soll ich versuchen, jemanden zu töten und seine Seele zu bekommen? Macht das Sinn? Nein. Okay, ich nehme mit, was mitzuholen ist. Und das war nicht sehr viel. Hier wieder in der spektralen Ebene. Ich finde es irgendwie angenehmer, in der spektralen Ebene zu spielen. Es ist irgendwie alles heller. Wenn nur die Sluag nicht wären. Solange es nur die Sluag sind. Solange es nicht diese kriechenden Viecher sind, die... Okay. Ah, die sind... Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund finde ich, dass die hier besser in der Materie, in der spektralen Ebene zu bekämpfen sind. Natürlich vorausgesetzt, man hat jetzt in der materiellen nicht den voll aufgeladenen Reaver. Denn dann braucht man ja nur einen Schlag, höchstens mal zwei. Okay, nimm jetzt... Ja, danke. Und ihr auch. Geht endlich von uns. So. Wir wechseln in die...
Ja, materielle Ebene. Materielle Ebene ist es. Und das war gerade eine epische Nachdenkpause. Ich werde die sowas von drin lassen, auch wenn ihr mich hassen werdet, mich teeren und federn werdet und mich mit Schwertern und Äxten bewerfen werdet. Aber dann verschlinge ich einfach mit dem Soulreaver eure Seele und dann ist gut. So. Oder? Ja, doch, das machen wir. Und ich werde ihn blind machen. Für die Wahrheit. Und das ist der nächste Tempel. Was wird sich wohl dahinter verbergen? Ahne ich Gutes? Ich weiß Schlechtes.